Und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute möchte ich gerne mit euch zusammen ein Kraftfutter mischen. Hier steht nämlich ein leeres Glas für euch und die Zutaten befinden sich hinter der Kamera. Die werde ich euch jetzt gleich zeigen. Ich werde zum Abmessen diesen Löffel nehmen. Das hat sich bis jetzt so ganz gut bewährt. Ich mache immer eine Sonderzutat von diesem Löffel und dann halt einen Löffel Saaten. Also man kann eigentlich sagen, eine Hälfte Saaten und eine Hälfte sind die Sonderzutaten. Das ist meine klassische Saatenmischung, immer noch von Hansemann die gleiche. Wird immer noch gefressen. Dann habe ich hier Johannesbrot. Dann habe ich hier Brokkoli. Das sind Ackerbohnenflocken. Das sind Paprikastückchen. Pastinakenwürfel. Tomatenflocken. Und eine selbstgemischte Blütensaatenmischung, die gut für Magen-Darm ist. Da ich das Chichi immer noch ab und zu Durchfall hat, bekommt sie das mit ins Kraftfutter. Und Hope schadet es nicht, von daher kommt es da einfach mit rein. Und jetzt wollen wir zusammen dieses Glas hier füllen. Das Glas reicht circa für 3 Wochen. Und ja, ich mache es immer ganz einfach. Ich mache mir immer, also gucke immer, wie viele Zutaten ich wieder habe. Heute sind es 2, 4, 6, 7 plus Saaten. Also kommen einmal 7 Löffel Saaten rein und von jedem davon auch noch ein Löffel drauf. Wie ihr das jetzt gesehen habt, so geht es eigentlich die ganze Zeit weiter, bis mir das Glas voll ist. Zwischendurch rühre ich das nochmal um, damit das sich schön vermischt. In der zweiten Runde fliegen jetzt 2 Zutaten raus, nämlich einmal das Johannesbrot und einmal die Ackerbohnenflocken, weil die beiden wirklich recht fettig sind, aber trotzdem auch andererseits wieder gesunde Inhaltsstoffe haben. Von daher gibt es da immer bloß je einen Löffel mit rein. Sonst wird das eine nicht zu viel. Diese werde ich aber ersetzen durch Topinamporscheiben. Die Topinamporscheiben schmeiße ich da so willkürlich mit rein. Die messe ich nicht ab, weil die kann man mit einem Löffel nicht abmessen. Dann werde ich euch jetzt gleich nochmal das Endergebnis zeigen. Und so, das ist jetzt so mein Endergebnis. Ich habe jetzt nochmal eine Runde komplett durchgemacht. Nochmal eine halbe Runde gemacht, wo ich nochmal so die Leckerbissen reingetan habe. Wo ich weiß, dass sie es total gerne mögen. Natürlich auch Saat nochmal reingemacht habe. Und das ist jetzt dabei rausgekommen. Jo, das wird wirklich gerne gefressen. Aber ich versenke auch gerne mal Leckerlis, die so nicht so ihr Liebling sind. Gerade wie die Pastinakenwürfel, die mögen sie nicht. So unbedingt, aber in dem Mix fressen sie so. Ich kann euch sowas auch empfehlen als kleines Geschenk für eine Freundin oder so, die halt auch Tiere hat. Da kann man das so schön übereinander stapeln. Die verschiedenen Komponenten sieht bestimmt auch mega toll aus. Jedenfalls stelle ich es mir recht hübsch vor. Ja, dann habt ihr auch hier noch eine kleine Geschenkidee mit dazu. Ich hoffe, euch hat das gefallen und vielleicht schmeckt es euren Tieren ja auch so gut wie mein. Dann würde ich mich auch über einen Kommentar freuen, wenn es euren auch schmeckt. Oder auch, wenn ihr Tipps oder Tricks für mich noch habt. Ja. Und dann wünsche ich euch viel Spaß bei den weiteren Videos und auch wieder einen schönen Tag an der Nacht. Und tschüss, bis zum nächsten Mal.